So, Baumi Films meldet sich zurück nach der Nachtschicht, nach 7 bzw. 8 Stunden. Mittlerweile Mittwoch, der 19.06. Wir haben jetzt entschlossen, einen Take-off noch mitzunehmen nach der Nachtschicht, bevor es dann nach Hause geht. Wenn ich der Camcorder eh schon mal dabei habe. Wächst gestern, wo ja meine Schwester zurückgekommen ist, vom Urlaub, genau. Also 3 Take-Offs sind es zwar heute, aber ich denke, bei einem bleibt es jetzt. Nach Irland geht's, der erste Take-Off, nach Dublin. Bei schönem Wetter heute noch, 16, 17 Grad in etwa. Ja, ich weiß noch mal, April, da war ich ja auch nach der Nachtschicht hier, habe 3 Take-Offs mitgenommen. Da hat es bloß 1 Grad gehabt. Ja, jetzt 2 Monate später, jetzt ist ja Hochsommer jetzt dann. So soll es sein, ja, so kann man es aushalten hier, ja. Also die Sicht hier an dem Standort war auch schon mal besser. Aber okay. Ja, ich bin jetzt nicht an meinem offiziellen Spotterplatz, weil das einfach zu weit jetzt ist. Das lohnt sich jetzt nicht für einen Take-Off. Da kommt schon die nächste Maschine. Vermutlich eine geht noch nach London. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Maschine ist. Könnte sein. Die muss natürlich jetzt erstmal warten auf die andere Maschine, bis die gestartet ist, genau. Richtig Betrieb hier heute, ja. Und, war ja richtig Rush-Hour hier, was ist denn da los? Ich glaube, ich muss doch alle 3 nur mitnehmen heute. Da geht ja richtig was heute. Ja, sind meistens immer morgens um 6 Uhr 3 bis 4 Maschinen, wo wir rausgehen. Das ist mal ein schönes Bild, oder? Ja, perfekt, hey. Dann nehmen wir mal der erste Take-Off gleich mal mit. Schönes Bild. Ja, eigentlich habe ich gesagt, es bleibt bei einem Take-Off, aber geht ja richtig flott heute. Da würde ich sagen, nehmen wir alle 3 mit. Das eine geht noch nach London, eine von den beiden. Und eine, glaube ich, was war das andere Ziel? Ich glaube Girona oder so ähnlich. Ja, irgendwie so. Blende nachher dann noch einen Videoschnitt. Heute Nachmittag wird das Video dann hochgeladen. Das gestrige Video auch. Wahrscheinlich gibt es ein komplettes Video. Muss ich mal schauen, oder ob ich es aufteile. Je nach Länge vom Video.
So, ja, jetzt geht's hier runter da hinten. Also vor 2 Monaten war die Sicht natürlich besser. So, warten wir auf den Take-off. Für die 3 Maschinen, das wäre ja fast schon wieder ein Livestream wert gewesen. Da hinten ist er. And take off. Sieht man gerade mal die Flosse herausragen hier. Oh, die hat dann mal einen längeren Anlauf gehabt hier. Guten Flug. Und die letzte Maschine. Und dann geht es aber schon wieder, wie gesagt, nach Hause. Da muss ich ja irgendwann auch mal schlafen. Ja, so könnte es von mir aus den ganzen Tag zugehen, eine Maschine nach der anderen. Das wäre der Hammer. Ja, am Wochenende bringen sie schon wieder schlechtes Wetter, leider. Ursprünglich hätte ich da mal einen Livestream geplant, aber jetzt schauen wir einfach mal, wie das Wetter am Wochenende wird. Und wenn das Wetter einigermaßen ist, wo ich dann bin, schauen wir mal. Boah, jetzt wäre natürlich ein Stativ echt sehr sinnvoll.
und es geht los. Gibt nichts Schöneres nach der Nachtschicht. So, ja, dann melde ich mich auch schon wieder ab. Bis zum nächsten Video, das war's. Baumi Films sagt gute Nacht erstmal. Ciao, ciao, guten Flug.